So, was ist mit 9 Live? Wir versuchen es heute nochmal auf CW Live. Also, der Server hat irgendwie relativ lang down, aber relativ pünktlich ist es online. Und jetzt muss man echt mal ganz kurz mal das festhalten. Ich finde es krass, wie viele Spieler es wirklich sind. Jetzt mal ohne Witz, ich glaube, CW Live wird wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich meine, ich war jetzt nicht auf jedem Server und so. Und auch nicht über die letzten 15 Jahre. Aber ich glaube, CW Live wird im PC-Bereich den Rekord für die meisten Spieler knacken. Ich meine, es gibt hier auch momentan wieder Server, die werben mit Tausenden von Spielern und auch in der Vergangenheit mit, ich weiß es nicht, 8000 Spielern und sonst was. Ich würde es mal behaupten, ohne jetzt darauf eingehen zu wollen, wie die das erreicht haben. Und wie viel an diesen Zahlen dran ist. Ich würde es mal behaupten, CW Live ist wahrscheinlich momentan der Server, was heißt momentan vielleicht sogar der beliebteste PS-Server of all time. Ich meine, vielleicht fehlt auch noch so ein Stückchen. Allerdings hat Flood irgendwas geschrieben von 3500 bis 4000 Charaktere, die einloggen oder eingeloggt sind, nachdem der Server down war. Und das war quasi halt direkt nur nach dem Crash eben. Und also das ist wirklich schon. Also ich gehe davon aus, vermutlich der größte PS-Server, der je existiert hat. Das glaube ich, kann ich relativ sicher sagen. Wie gesagt, ich will nicht sagen 100%, aber für mich persönlich bin ich mir relativ sicher. Also ich glaube nicht, dass es da wirklich einen gab, der legit vor allem, ja, legit mehr erreicht hat. Also das bezweifle ich einfach mal ganz, ganz stark. Ja, was wir auf alle Fälle machen werden, ist, wir werden erstmal weiter leveln. Definitiv. Gibt es eigentlich hier, wie war denn das hier mit den. Warte mal. Beginner Weapons. Gibt's. Ach nee, das stimmt, das sind ja nur die bis 60. Genau, danach gibt's ja gar keine mehr. Dann war das für mich letztens doch gar nicht mal so dumm. Fällt mir gerade auf. Ja, nice. Ich habe mir gedacht, ich habe einfach voll das Dumme gemacht, irgendwie. So, Ringmaster hat natürlich nur 0 Penya, läuft. Ich gebe nur ganz kurz mal schnell ein bisschen Penya. Bitte mit der kurzen Astria-Ticket kriegt und so weiter. So, so, so. So, und so. Ja, aber ich meine, dass natürlich jetzt hier wirklich laggt ist. Oder was heißt laggt, also ruckelt oder wie auch immer. Entweder in der Form oder beziehungsweise in der Art und Weise, dass es tatsächlich laggt, also so Internet-Lag-mäßig, könnte ich nachvollziehen. Ich meine, schau doch einfach mal diese unglaublichen Spielerzahlen hier an. Das ist halt, das ist geisteskrank einfach nur. Und ja, Ruckler, ich meine, Ruckler sind natürlich auch, also kann ich beides nachvollziehen, das definitiv. Ja, es kann natürlich auch sein, dass wir Pech haben und wir hier nochmal ein bisschen Sachen verlieren. Och nee, das ist echt nicht gut gemacht. Och nee. Ich will doch sehen, wie viel Penis ich hier drauf. Naja, okay. Ja. Also Damage ist gut. Damage ist echt gut. Crit-Rate ist nicht so gut leider bisher. Aber doch, ich meine Damage, damit bin ich zufrieden. Finde ich ganz gut. Wir müssen natürlich mal unser Jojo hier nochmal neu erwecken und so weiter. Das ist natürlich jetzt auch recht wichtig. Deswegen mal schauen. Das sehe ich hier gar nicht. Warte mal, kann ich ausmachen? Kann es auch nicht, oder? Kann es ausmachen? Ja, und ich sehe jetzt schon 3500 Dungeons müssen gefarmt werden. Bisher 14% sind durch. Ich meine, ich spiele jetzt nicht so aktiv, dass es mich wirklich jetzt hier belasten würde. Alter, was mich hier gerade belastet, sind wirklich die Lags. Also die Ruckler. Aber ich kann halt nichts machen. Was kann ich denn noch machen? Yay, 2006, here we go again. Bringt das was? Nee. Ey, selbst dann habe ich diese Mikroruckler. Ich weiß es nicht, an was es liegt. Ich weiß es echt nicht. Performance. Ich meine, ich habe halt alles auf off.
Ja, ich hab das Interface, aber das kann es auch nicht sein. Language, ich kann ihn mal irgendwie auf French stellen oder so. Advanced. Hide all play, es bringt halt auch, es bringt alles nichts. Ah, okay, das ist neu. Verstehe ich nicht. Show awake shortcut und icon. Keine Ahnung. Monster. Ach genau, Monster HP Style. Stimmt, gibt es auch noch da. Ja, machen wir das Ding mal ein bisschen fetter da. Auch gut. Genau, sonst glaube ich haben wir alles. Aber ich meine, das ist nichts, was wir jetzt irgendwie großartig verändern könnten. Ja gut, ich meine, es ist sad und so, aber da kann man jetzt halt nichts nichts machen. Das ist einfach so. Damit müssen wir uns abfinden. Und ja, was soll's. Genau, Power-Up Inventar gibt es auch noch. Ja. Was wir machen müssen, ist einfach zu noch leveln. Fürs Erste zumindest. Ich meine, wir könnten uns natürlich dann mal noch überlegen, ob wir noch was farmen. Ich meine, Dramno könnten wir farmen. Problem ist, beziehungsweise nicht Problem, aber ernsthafter Gedanke darüber, den ich mir natürlich mache, ist Lusaka Crystal. Ah, hier stehen keine Preise mit drin. Vladimir, why? Okay. Ich verkaufe keine normalen Lusaka-Waffen. 80, 90 Millionen Cloak. Ja, mit Level 75 mal schnell Tramlok durchjodeln. Könnte man machen. Könnte man halt tatsächlich machen. Aber will man das auch machen? Es ist halt so krass, dass wir jetzt schon hier Dingensen haben. GT und so weiter. Das boostet unseren Schaden halt wirklich so krass nach oben. Also das bringt halt wirklich viel. Das ist halt schon heavy. Ja, naja, jetzt muss ich ganz kurz mal was erzählen aus dem Real Life. Also wir haben so einen, also meine Eltern haben vor einem Jahr, letztes Jahr, ja so einen Rasenmäherroboter gekauft. Das war so gegen Ende der Saison und so, wir haben den nicht mehr großartig benutzt. Scheinbar haben wir, oder hat jemand von uns allerdings den PIN-Code umgestellt und wir wussten einfach nicht, wie der PIN-Code ist. Ich meine, normalerweise gibt es hier wirklich kein Szenario oder kein Gerät, wo das wirklich ein tatsächliches Problem ist. Es gibt sonst eine PUC-Nummer, sonst irgendwas. Und es gibt immer irgendwas. Nicht allerdings bei diesem Rasenmäher, denn die Entwickler von diesem Rasenmäher waren sehr schlau. Und zwar kann das entweder nur die Firma selbst auslesen oder ein Fachhändler. Ja, hin und her geschrieben über Tage hinweg. Gut, der Hersteller sagt, bevor wir euch helfen, wollen wir erstmal eine einmalige Zahlung von 220 Euro haben. Ja, einfach mal so, weil sie es können oder so. Ich weiß es nicht. Einfach mal so, hier, so und so, 220 Euro. Ja, okay. Läuft bei euch. Läuft bei euch wirklich, übertrieben hart. Dachte ich mir einfach mal so. Gut, meine Eltern haben sie gemacht, beziehungsweise mein Stiefvater. Ich weiß auch nicht, vielleicht war es auch einfach nur ein Scam oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber, ja, haben wir dann eben gemacht. Und im Prinzip haben wir einfach nur den Tipp gekriegt: Ja, geht mal hier zum Fachhändler und so weiter. Der hat sich allerdings dann auch am Anfang gedrückt. Und irgendwann nach langem Hin und Her hat er es dann mal gemacht. Und nach x Tagen, also insgesamt hat das Ganze, glaube ich, 2 Wochen so gedauert, bis jetzt der Rasenmäher endlich mal läuft. Und also es war echt so ein Wahnsinnsding, einfach so ein Hin und Her irgendwie. Und ich meine, das war ein Rasenmäher für 4000 Euro. Also so ein Mähroboter. Warum 4000 Euro? Ihr habt es wahrscheinlich, oder viele haben es vielleicht das letztes Jahr nicht mitbekommen, lag einfach daran, dass unser
Garten quasi eine Skipiste ist und wir halt einen Rasenmäher brauchen, der halt 45 Grad schafft. Und ja, genau. So kam das Ganze zustande. Und ja, also es war einfach nur eine gigantische Shitshow irgendwie und nee, das war einfach ein Witz. Es war einfach nur ein Witz. Ich meine, wie das Ganze hier wirklich abgelaufen ist, ist so, boah. Ich würde es mir tatsächlich nochmal überlegen, ob ich es so machen würde. Gut, ich meine, das Ding läuft jetzt und wenn es läuft, ist das Ding auch wirklich super und alles, aber dass das Ding halt schon mal läuft, ey, das, boah. Ich meine, das Setup ist so umfangreich und so viel Arbeit, dass auch dafür eine Firma kommt, in der Regel. Man kann es auch selbst machen, aber es ist halt wirklich umfangreich. Du musst im ganzen Garten halt so einen Draht rumverlegen und in der Mitte durch nochmal einen Draht und ey, es ist sau viel Arbeit, es ist wirklich mega viel Arbeit. Und ich meine, man kann es ungefähr so ausdenken, so 1000 Quadratmeter Garten, einmal außen rum, dann nochmal durch die Mitte so durch, irgend so einen Leitdraht oder so. Ja, dann bist du schon beschäftigt. Also, da bist definitiv ein Stündchen oder zwei oder drei halt wirklich schon beschäftigt. Aber gut, ich meine, zumindest läuft es jetzt. Es war definitiv nicht billig und ich meine, einfach mal so 22 Euro aus dem Fenster rausblasen ist ja sehr schön, macht Spaß. Coole Sache, definitiv. Naja. Ist das Set nicht erweckt? Habe ich das letztens nicht erweckt? What? Ich habe es doch erweckt, glaube ich, oder? Warte mal. War das Train Crusade? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, also wie gesagt, Plan. Ich glaube, ich gehe mal schnell an Richtung Dingens in der. Okay. Volle Gönnung. Ja, einfach ein bisschen Tramlok durchjodeln da. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, Scania und so ist das super und nett und alles, aber ich will langsam mehr. Ich meine, so ein Ulti-Jojo wäre natürlich super, das reicht locker bis Master. Und ich will halt auch nicht mit einem Hiss-Jojo oder so halt dann ist hier irgendwie Ding farmen. Master-Tramlok dann. Deswegen, na. Ich bleib dabei. Geh mal fix eine Runde farmen. Okay, wahrscheinlich jetzt hier Support. Hier in Support wahrscheinlich ziemlich dumm. Alter, Dogecoin, Mann. 24% plus in 24 Stunden. Dogecoin eskaliert echt hart. Ich hatte auch noch ein paar für 62 oder so. Ich habe allerdings den verkauft, weil ich total smart war. Gut. Was brauchen wir denn sonst noch? Wir haben hier, okay, speedmäßig sind wir natürlich komplett am Arsch. Alter, endlich wieder Wilds farmen. Ja, man hat jetzt richtig Bock drauf. Was brauche ich sonst noch? Brauche ich irgendwas? Ich habe keine Ahnung, ob ich was brauche. So, okay, meine Geschwindigkeit ist viel, 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 viel zu low. Muss ich gerade mal so feststellen? Ich glaube auch, meine HP sind viel zu low einfach. Ich habe übrigens letztens noch lieber gemacht. Hat ziemlich Spaß gemacht. Und so. Wollte nur ein bisschen drauf hinweisen, ein bisschen flexen. Achso, wir müssen noch mal schnell unsere Sachen wecken, ja. Ganz dringend. Alter, wenn mich jetzt ein Monster angreift, wenn ich nichts anhab, dann bin ich mal sowas von Hyper-Rip. Oh Gott, wir haben kaum über X-Kreuz. Aber wir brauchen irgendwie Speed oder der Crit-Schaden. Ja, super, super, super. Oh Gott, nein! Komm, hör auf jetzt, Mann. Holy fuck. F5. Boom. Hab ich Food? Ich hab kein Food dabei, Mann.
Ich habe Lacoste. Ah, ich habe Lifesteal. Ich habe Lifesteal. Alles bestens. Keine Probleme hier. 14% Cast Time, Mann. Warum kriege ich. Okay, 125 Attack nehme ich allerdings auch. Jetzt mal noch schnell den Helm. Ja, ist. Oh, super. Einwandfrei. STR Crit. Nee, ich will. Oh, STR. Fick doch hier scheiß Monster, Mann. Komm, heal dich. Heil dich doch, Mann. Oh. Holy shit, ey. Zum Glück habe ich wenigstens ein Pet, welches mich hier unterstützt. Mit einer STR. Okay. No pressure, alles easy, keine Probleme. Keine Todesängste, alles easy, also. Uff, ey. Warum habe ich denn nicht mehr Food dabei eigentlich? Auf welchem Planeten muss man denn leben? Um kein Food mitzunehmen. Das war natürlich alles geplant. Hier passiert nichts irgendwie aus Versehen oder so. Können wir dann mal schnell schauen, wie viel das wir haben. 65k, das ist nicht viel irgendwie. Oh, okay. Perfectionist, dafür gibt es bestimmt wieder richtig viele. Was, nur ein Badge? What? Das ist alles? Nur ein Badge? Bam. Jetzt kann das jeder sehen, wie gut ich hier bin. Ja, einmaliges Achievement hat bestimmt noch keiner erreicht. Irgendwas fehlt mir hier gerade. Okay, wir haben einen Flash-Charm. Das hätte ich wahrscheinlich aufheben sollen. Gut, wir haben noch eins. Aber gut, wir haben dann auch noch die anderen Dinger, die Salt und so weiter. Pure Salt. Müssen wir mal schauen. Ja, mal schauen. Ich glaube, es wird lustig. Da haben wir auch noch eins. Ah, die stacken sich vor allem auch, das ist super. Aber die gehen immer noch nicht rein, schade. Finde ich aber wirklich cool, dass es hier so ein Ding jetzt gibt. Gefällt mir wirklich. 10 von 100 Slots. Ja. Was gibt's denn sonst eigentlich noch? Ach genau, F-Tool. Equipment Switch, genau, okay. Ja, es ist nett. Ist wirklich sehr nett. Ey, Imagine Flife mit Hitboxen, die einfach keine fucking Blöcke sind. Ich meine, die Hitboxen in Flife sind blockiger als in Minecraft. Das muss man sich wirklich mal so vorstellen, einfach. Diese unsichtbaren Wände. Ich meine, in Minecraft gibt es wenigstens diese kleinen, also diese Barriers oder so. Die sind halt so groß wie ein Spieler, aber hier ist einfach so unsichtbare Blöcke, die sind einfach so groß wie ein ganzes Schiff oder so, keine Ahnung. Wie ein Haus hier zum Beispiel. Ah, man kommt mir nicht durch. Ich habe nie verstanden, warum man hier irgendwie durch muss. Ich meine, ja, es ist halt so ein bisschen cheaten und so, das weiß ich, aber ich weiß nicht so recht. Ich kann auch nicht pullen. Komm hier, verpiss dich. Machst du Schaden? Nee, du machst keinen Schaden. Alter. Ich habe was an der Wand hängen, das wackelt direkt. Das macht direkt Geräusche, wenn raus ein Zug vorbeifährt. What the fuck? Ah, nein, 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 nein. Ach, verpiss dich doch, Mann. Auch diese ganzen Scheißmonster, Mann. Das regt mich auf. Kann man nicht einfach Alberts reintun, irgendwie? Nicht so OP Alberts, sondern einfach so kleine Alberts. Nee. Alter. So, +3.
Dieses Server hat schon so viele Features, egal was man irgendwie drückt oder also ob gewollt oder nicht gewollt, es passiert einfach irgendwas. So, ein bisschen mehr HP und so weiter. Sehr gut. Okay, 4, irgendwas HP. Power-Up-Window. Stacken, stacken, stacken. Brauchen wir sonst noch was? Lol, what the fuck? Wait, 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 what? What? Warte, 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 was? Was, 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 was? Was war das gerade hier? Die haben irgendwas geändert. Hä? LOL. Ja, alles klar. Alter, what? Och nee, dann ein Ding HP gegeben, oder was? Lass mich raten, du kannst dieses Ding nicht mehr solo machen. Ach komm, warum macht man sowas? Ja, da hat irgendwie auch eine Akku-Range von komplett krass. Lass mich raten, das Ding wollen sie mich. Ist es dir ein scheiß Ernst? 30.000 HP? Alter, warum spiele ich diesen Server, Mann? Sowas nervt mich einfach. Ich meine, es hat jetzt hier irgendeine Priorität. Vor allem, ich meine, Alter, 30.000 HP. Wer erreicht denn 30.000 HP auf Level 80 oder was? Ich meine, kannst du froh sein, wenn du auf Level 100 oder so schaffst, wenn du überhaupt. So, seit wann nehme ich auf? 22 Minuten. Das ist ein guter Punkt zu beenden. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.